Jetzt trifft die Nationalmannschaft auf Ungarn als letzten Gruppengegner. Das ist sicherlich der Underdog der Gruppe. Kalle, jetzt mal eine ganz fiese Frage am Anfang. Nenne mir bitte mal drei Spieler aus der aktuellen Mannschaft der Ungarn. Ja gut, unterschätzen dürfen wir gar keinen. Wir haben es jetzt gesehen mit Nordmazedonien, glaube ich, wie schwer es sein kann, überhaupt Spiele zu gewinnen. Ungarn habe ich jetzt auch nicht unbedingt so auf dem Zettel, aber Kulaschi, dann haben wir noch Viktor Orban, spielen ja bei Leipzig, dieser Thomas Scholler-Schlei, der bei Salzburg sensationell gespielt hat, dann jetzt zu Leipzig ein Weilchen verletzt war. Kalab von Dynamo Kiew, also ein paar kenne ich der noch. Der ewige Soloi. Soloi von Mainz, ja. Gut, aber dann wird es auch schon knapp bei mir. Genau. Roman, dein ehemaliger Torwart-Buddy, kann man ja sagen, Peter Gulaschi von RB Leipzig, steht im Tor, hat eine starke Saison gespielt bei RB. Ist der eigentlich sowas wie der bessere Manuel Neuer? Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, Manuel ist da schon noch ganz weit eine Nase vorn. Aber ich Musst du natürlich auch sagen. Nein, aber auch wirklich so. Aber ich will es mal so sagen. Also in der Bundesliga gesehen, finde ich, hinter Manuel ist Gulaschi eigentlich ganz klar der beste Torwart. Und, wie findest du sein Spiel? Entschuldige, dass ich unterbreche. Es ist auch so ein bisschen... Bisschen traditionell, aber trotz allem aber sehr, ohne die Show-Einlagen, die andere Torhüter veranstalten und dann hinter den Ball aber auch nicht fangen. Er spielt sehr strikt, ne, und geradeaus und hält aber die wichtigen Bälle. Und er ist der Rückhand halt von Leipzig auch in den letzten Jahren schon. Ich finde, er macht einen Riesenjob, ist mit den Füßen gut, ist gut in der Strafraumbeherrschung, fängt sicher die Bälle, was halt eben beim Torwart ganz wichtig ist. Und also ich finde für Ungarn ein totaler Erfolgsgarant, allerdings auch für Leipzig. Kalle, wie steht es um deine Torwartqualitäten? Früher beim Training auch immer noch mal in die Kiste gestanden? Als kleiner Spieler, glaube ich, haben sie mich auch ab und zu mal ins Tor gestellt. Ich war gar nicht mal so schlecht, weil ich konnte ganz gut Kalle springen. Kalle hat eine riesen wollte ich gerade sagen. Ich war, nicht der Allergrößte, aber Torwart wäre jetzt nicht unbedingt mein Ding gewesen, ganz ehrlich gesagt am Schluss. Ungarn, lass uns mal darüber sprechen. Sie muss man schlagen, ne? Ohne Wenn und Aber. Ja, also wie gesagt, es ist keine Mannschaft mehr einfach. Ungarn muss man schlagen, ist ganz klar. Wenn wir in der Gruppe weiterkommen wollen, die anderen zwei, es wird irgendwo ein Zweikampf werden, gehe ich jetzt mal davon aus, weil ich denke, Frankreich wird die stärkste Mannschaft in unserer Gruppe auch sein, dass es ein Zweikampf zwischen Portugal und der deutschen Nationalmannschaft wird. Aber wer da rein will in den zweiten Platz oder den ersten, der muss auf jeden Fall Ungarn schlagen, da gibt es gar kein Vertun. Oman, letzte Frage zu Ungarn. Wie motiviert man sich jetzt als Spieler gegen einen Außenseiter? Das sind ja die Ungarn, kann man sagen. Du hast zig Spiele auch gemacht, gerade in der Champions League, wo dann immer die vierte Mannschaft aus Top 4 eher der Underdog war. Wie motiviert man sich da als Spieler? Wie geht man in so eine Partie rein? Also Karl hat es ja eigentlich schon ganz richtig gesagt. Also unterschätzen darfst du heutzutage ja keine Nation. Ne? Wir haben es ja damals auch erlebt, 2014 mit Algerien. Damit hat ja auch keiner gerechnet. Und hinterher ist es dann ganz knapp ausgegangen. 2:1 mit Ach und Krach. Und wenn ich noch überlege, wie wir auf der Bank saßen, wir haben gezittert und Manuel hat überragend gehalten. Das Schlüsselspiel. Sonst wären wir gar nicht weitergekommen. Und also von daher ist es immer wichtig, sich wirklich auf den Moment zu fokussieren und zu konzentrieren. Und da ist halt eben auch wichtig, eben eine ganz gute Leistung zu zeigen gegen Ungarn und eben das wirklich fokussiert anzugehen von der ersten Minute an und nicht dann irgendwann versuchen, so rund um die 80. noch was irgendwie korrigieren zu wollen, weil dann ist es meistens schon zu spät. Letzte Frage nochmal an dich als Weltmeister 2014. Wie wichtig ist so ein Spirit, den eine Mannschaft auch entwickelt während eines Turniers? Also das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil das ist eigentlich auch so die Basis, dass man halt eben auch so eine Gemeinschaft hat, so ein Teamwork auch, dass die Bank auch zum Beispiel auch am Feld mitlebt, dass man sich gegenseitig pusht, ne, und jeder für den anderen auch da ist. Wir haben damals zur Brasilienzeit haben wir auch die Getränke reingeschmissen und haben die Jungs unterstützt, haben sie angefeuert von außen. Das merkt man dann schon, wenn der Teamgeist auch passt, dass eben einfach dann nochmal eine ganz andere Stärke in der Mannschaft drin ist und dass man dann die Ziele leichter erreichen kann. Ich glaube, das war auch damals bei der WM 90 unser absolutes Erfolgsgeheimnis. Lothar Matthäus hat das immer wieder gesagt, wir hatten wirklich eine Truppe, da war keiner neidisch, der auf der Bank gesessen ist, sondern jeder Spieler war einfach mit dabei, jeder Spieler hat die Mannschaft auch angefeuert, wie bei euch auch 2014. Und das ist eigentlich das A und O.